Herzlich willkommen zu Transfermarkt TV. Wir wollen heute einen Blick auf die Wunschelf von Matthias Lehmann, Spieler des FC St. Pauli, werfen. So, jetzt hier noch meine Wunschelf. Im Tor Buffon, sehr moderner Torwart, auch schon eine Weile dabei und richtig klasse. Die Viererkette. Cafu. Lucio. Terry. Und Mihajlovic. Ja, Cafu, denke ich, durch seine Flankenläufe bekannt. Lucio, ein sehr guter offensiver Innenverteidiger. John Terry, das Gegenstück dazu, knallharter Innenverteidiger. Und Mihajlovic, denke ich, bekannt durch seine Standards und durch seine Ruhe. Vor der Abwehr Patrick Vieira. Gerade zu der Zeit, wo Frankreich so dominant war, denke ich, der beste defensive Mittelfeldspieler. Die Dreierkette davor offensiv, Bernd Schneider. Ja, für Deutschland, denke ich, war es ein besonderer Spieler. Gerade durch seine Technik und durch sein Spielverständnis. Maradona, muss man nicht viel dazu sagen, ist ja, ein Weltklasse-Mann schon immer gewesen. Roberto Baggio, denke ich auch für seine Freistöße und ja, bekannt durch seine Haarpracht. Und im Sturm Pelé und Johann Cruyff. Ja, Pelé, denke ich, auch eine Legende, genauso wie Maradona. Und ja, Johann Cruyff ist mit auf einer gleichen Stufe, bisschen hinter Maradona und Pelé, aber auch ein Weltklasse-Spieler. So, das war jetzt meine Wunschelf. Vielen Dank, Matthias Lehmann. Hallo Jan, hallo Timo. Ja, in der Wunschelf von Matthias Lehmann. Er selbst hat sich nicht aufgestellt und es ist auch kein Pauli-Spieler dabei. Und nur ein Deutscher mit Bernd Schneider. Ja, ansonsten natürlich eine Auswahl von sehr guten ehemaligen, aber auch aktuellen Spielern wie Lucio oder im Tor Buffon oder Terry in der Innenverteidigung. Mich wundert Mihajlovic, also den hat man so gar nicht mehr auf der Rechnung. Natürlich ein Weltklasse-Freistoß-Spezialist, natürlich auf der linken Seite. Okay, er hat mehr im Mittelfeld gespielt, aber na gut, wen soll man da sonst hinstellen? Ansonsten mit Maradona, Pelé, Cruyff natürlich gestandene Größen und die normalerweise fast jeder in seine Wunschelf nimmt. Ja, absolut. Also Maradona, Pelé, Cruyff, das ist mal ein Dreieck, ne? Ja. Kann man so nehmen. Mihajlovic wundert mich auch ein bisschen, ist sehr offensiv für einen linken Verteidiger, aber gut, warum nicht? Cafu auch relativ offensiver Rechtsverteidiger. Ja. Bisher noch gar nicht gesehen haben wir Roberto Baggio. Freue mich persönlich, fand ich damals immer gut. Was macht er jetzt eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Aber den fandst du gut? Fand ich gut. Ich fand den eigentlich nicht so gut. Ein bisschen Paradiesvogel, schicke Frisur gehabt. Hat den entscheidenden Elfer 1994 verschossen. War ganz gut eigentlich, ja. Ja, mein Gott, dann hat er den halt verschossen. Trotzdem war es in meinen Augen ein guter Kicker. Sonst noch was dazu zu sagen? Ja, erstaunlich viele Spieler, die aktuell in Italien spielen oder mal in Italien gespielt haben, was ich sehr auffällig finde. Also Matthias Lehmann scheint ein sehr großer Fan der Serie A gewesen zu sein oder aktuell noch Fan ist. Ja, sehr interessant natürlich. Das halten wir fest. Eine interessante Mannschaft. Vielen Dank, Jan. Vielen Dank, Timo. Vielen Dank an die Transfermarkt TV-Zuschauer. Vielen Dank an Matthias Lehmann. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.